Ja. Let's go. Wir gucken mal rein, wie das über. Heute hat mir Luca mal wieder eBay Kleinanzeigen Chats zukommen lassen. Das heißt, Alter, das ist so schlimm. Ich mal wieder Chats vor als Person A und als Person B. Ich bekomme direkt wieder Gänsehaut, wenn ich an Person B denken muss. Ich bin gespannt, inwiefern Person B auch heute mal wieder reinscheißen wird. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Letzter Preis: 480 Euro. Haha, stimmt nicht. Guck, 470 Euro ist der letzte. Okay, 470 Euro. An der Stelle einen dicken Applaus für den neuen Verhandlungsgott. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. In der Gesamtlaufbahn von eBay Kleinanzeigen auf meinem Kanal gab es so circa 2 bis 3 Verhandlungsgötter, die richtig gut verhandeln. Kaidendo, moin. Dieser Kollege haut Verhandeln nochmal auf ein ganz neues Level. Ich glaube, besser kann man nicht verhandeln. Ich möchte schöne Frau für... Beschreibung. Hi, ich bin 28 Jahre alt. Ich möchte eine schöne Frau. Das ist meine WhatsApp-Nummer. Ich warte auf dich. Und das passiert, wenn man Tinder, Elite-Partner, Parship, Love Scout 24. Was zur Hölle ist Love Scout 24? Durchgespielt hat. Und obwohl es nicht so verzweifelt wirkt, bin ich mir sicher, dass dieser Typ extrem verzweifelt ist. Wer zur Hölle sucht einen Partner auf eBay Kleinanzeigen? Doch jetzt einmal. Zwergkaninchen, Kaninchen. Okay. Hallo, ich habe Interesse. Kann man diese Kaninchen auch mästen und schlachten zwecks späteren Verzehrs? MFG. Nein. Junge, wie lost einfach. Aber trotzdem danke, schönen Abend noch. Bitte, Ihnen auch noch einen schönen Abend. Jawohl, niedergestreckt, wow. Die Sau. Und an der Stelle begrüße ich Sie recht. Hat Knossi ernsthaft Tinder benutzt? Ich gehe davon aus, ja. Tatsächlich, ich habe mir mal Tinder runtergeladen. Weil ein Kumpel gesagt hat, melde dich dort mal an. Habe ich gesagt, okay, das war letztes Jahr. Habe ich mir runtergeladen und habe ich nach nicht mal 3 Stunden wieder gelöscht. Also wirklich, ich habe es geschafft, das nach 3 Stunden wieder zu löschen, weil ich mir so dachte, so eine Scheiße, wirklich. Und dann wusste ich nicht mehr mein Passwort, weil ich irgendeins ausgegeben habe und dann hatte ich auf einmal ein Profil dort. Ich weiß nicht, ob das Profil immer noch dort am Start ist oder nicht. Müsste ich da mal mich drum kümmern, aber lost. Genauso wie LaVou hatte ich auch mal ein Account. Ah, es war vor, keine Ahnung, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren oder so. Habe ich auch wieder gelöscht. Ne? Also der existiert noch, aber ich habe halt die App gelöscht. Ja, richtig lost. Hast du wenigstens die Bilder gelöscht und auf Tinder? Ich hatte gar keins reingemacht. Das war mir ein bisschen zu peinlich, auf Tinder ein Bild reinzumachen. Recht herzlich zum wohl besten eBay Kleinanzeigen-Chat. Huhu, beide für 50 Euro oder je Stuhl? Hi, beide für 50 Euro. Grüße gehen raus an Person B. Weiter so. An alle, die jemanden in der Familie oder im Freundeskreis nicht leiden können, aufgepasst. Beschreibung: Hiermit gibt es einen gehäuteten Furby abzugeben. Wollten Sie schon immer Ihre Schwiegereltern auf spektakuläre Art und Weise loswerden? Ja. Ihre Kinder traumatisieren oder Ihren argsten Feinden eine beängstigte Freude machen? Auch, ja. Jetzt nur mit dem gehäuteten Furby. Entstanden 2018-19 aus einer Suftnacht, ist dieser kleine Kamerad der perfekte Albtraum, um sie oder ihre Kinder nachts aus den dunkelsten Ecken zu beobachten. Die armen Kinder schon mal an der Stelle. Mit unheimlichen Geräuschen nach Mitternacht sowie einem Blick, der ihre Seele auffrisst, sind sie hier gut bedient, um unliebsame Mitbewohner loszuwerden. Batterie nicht enthalten. Bewegt sich manchmal. Konnte blinzeln. Hey, ich muss ganz ehrlich, also ich muss jetzt mal was sagen zu Unsympathisch TV. Ich finde den Typ mega, mega korrekt. Ne, wirklich richtig stabiler Typ. Aber ich verstehe es bis heute nicht, wie... Also ich meine wirklich, das ist wirklich auch ganz leichter Content, aber ich verstehe nicht, wie das so krass gehypt werden kann. Also ich meine, guck, in 2 Stunden hat er fast 400.000 Aufrufe. 53.000 Likes, gerade mal 300 Dislikes. In 2 Stunden. Für ein Video, was wirklich... Das ist ja nicht die... Es ist ja bei weitem nicht die Welt. Das ist ein ganz normales... Einfaches Video. Ich habe schon vieles gesehen, was ziemlich scheiße aussieht. Ich kotze gleich. Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue. Aber dieser kleine Kollege killt nochmal alles. So ein Feini, Digga. Würde TV-Lehrer kaufen, wäre 80 Euro möglich? Wo ist es? Kann ich nachher vorbeikommen? 150 Euro. Mehr als 100 Euro geht leider nicht. Biet 75 Euro an. Wird ja immer weniger. Naja, Gerät wird auch immer älter. Und hier haben wir einen ganz, ganz seltenen Moment, wo man ehrlicherweise sagen muss, Person B hat einfach recht. Ja. An alle Katzenfans, aufgepasst. Katzenbaum, Beschreibung, kaum benutzt. Digga, das war's ja komplett. Ich kann euch gerade nicht sagen, was benutzt er ist. Dieser Katzenbaum oder Lazzo seine Matratze.
Esstischstühle. Abend. Hat Interesse. Ist halt auch nicht gut. Fragen, ist halt auch nicht gut. Preis wäre. MFG. Guten Abend. Das letzte, was ich machen kann, ist 90 Euro pro Stuhl. Also insgesamt 540 Euro. Mit freundlichen Grüßen. Ach so, pro Stuhl. Nein, danke. Ja, wir haben 230 Euro pro Stuhl gezahlt. Haben oder nicht haben. Für 90 würde ich alle abholen. Für 90 kannst du dir eine Schelle abholen. Ich gebe dir sogar die 90 Euro. Und an der Stelle bin ich schon wieder komplett raus. Marcel. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Pedro! 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 Ey, wirklich, Knossi ist einfach nur noch eklig. Knossi ist da ein Kind halt auch einfach nur noch eklig.